Okay, guten Abend. Herzlich willkommen zum Live-Video-Chat. Ich denke, man kann mich sehen und hören. Da ist nur das, was erscheint. Oder man könnte sagen, da ist nur das, was ist, was ist. Und es ist Sitzen und Sprechen und Worte lesen, auf den Bildschirm schauen, Bild, Ton, gut, wunderbar. Das ist Zimmer, das ist scheinbare Temperatur, scheinbarer Blick aus dem Fenster, Geräusche, Boden, Schreibtisch, Gefühle, Gedanken. Das ist das, was erscheint. Ja, und das ist alles, was es gibt. Das ist es. Man könnte auch sagen, das ist es. Was auch erscheinen kann, ist die Wahrnehmung von ich bin jemand. Ich bin eine Person, ich bin jemand, der von diesem künstlichen Zentrum im Körper raus in die Welt schaut, in eine Welt, die getrennt von einem ist. Ich bin jemand, der in einer Situation, der sich in einer Situation befindet. Und diese Situation ist getrennt von mir. Genau. Das ist auch das, was erscheint. Das ist auch Einheit. Das ist auch das. Dieses scheinbare Ich, diese Wahrnehmung oder dieses Ich bin jemand, dieses scheinbare Ich lebt in einer Art Traumwelt, könnte man sagen. Diese Traumwelt besteht aus, oder man könnte sagen, diese Traumwelt basiert auf der Wahrnehmung von Trennung als Realität. Diese Wahrnehmung von einem Subjekt. Objektbeziehung. Dieses scheinbare Ich lebt mit allem in einer Subjekt-Objektbeziehung. Zu dieser Traumwelt gehören die Wahrnehmung von Zeit als Realität, von Raum als Realität, von Sinn, Bedeutung, Ursache und Wirkung, gut und schlecht. Eigentlich im Prinzip die Wahrnehmung von Realität an sich. Alles wird als real erlebt. Ja. Es scheint so zu sein, dass dieses Leben in der Traumwelt irgendwie unbefriedigend ist. Wie wenn da nicht alles ist. Sofort wird nach Einheit gesucht oder nach allem, nach Ganzheit, nach dem, was scheinbar fehlt. Das Einzige, was dieses scheinbare Ich machen kann, oder der einzigste Ort, an dem dieses scheinbare Ich suchen kann, ist woanders, an einem anderen Ort. Weil es in Anführungszeichen das Jetzt, in Anführungszeichen, als unbefriedigend erlebt. Sucht es Einheit in etwas anderem zu einer anderen Zeit.
Morgen, wenn ich erleuchtet bin. Morgen, wenn ich Blockaden durchgefühlt habe. Keine Ahnung. Irgendwie, irgend sowas. Das Dilemma dabei ist, dass es nichts anderes gibt, wie das, was erscheint. Es gibt einfach kein Morgen. Es gibt einfach keine andere Situation. Es gibt nichts anderes, außer das, was erscheint. Da ist nichts Zweites, da ist nichts Getrenntes. Das ist das Dilemma. Das heißt, die Suche von diesem scheinbaren Ich ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Schöne an der Sache ist, dass im Prinzip das, was gesucht wird, Absolutheit, Vollkommenheit, Lebendigkeit, Sein, habe ich schon. Wie auch immer man das, ich habe schon leiser gemacht. Wie auch immer man das nennen mag, dass es bereits ist. Dass es schon ist. Ja. Und es ist genau das Sitzen und Sprechen und Hören, auf den Bildschirm schauen, sich in einem scheinbaren Zimmer befinden. Das ist 100% Leben. Das ist es. Das ist Sein. Und es gibt nichts anderes. Ach so. Kondor schreibt, und was ist mit Himmel und Hölle? Was soll damit sein? Also natürlich gibt es keinen Himmel und es gibt keine Hölle. Ja. Sondern nur das, was erscheint. Je nachdem, was erscheinen kann, ist der Himmel oder die Hölle sein. Aber es ist, es gibt, es gibt's nicht. Ich meine, das, was erscheint, sitzen, sprechen, hören, Computer, Zimmer, wie auch immer, im Prinzip ist es das Unbekannte. Es ist das, was man nicht kennen kann. Es ist reines Sein, was auch immer dieses Rein bedeutet. Es ist Sein, also es ist immer rein in Anführungszeichen. Das ist Sein. Es ist nicht etwas. Selbst wenn das, was erscheint, sich anfühlt wie der Himmel oder es sich anfühlt wie die Hölle, es ist nicht etwas. Oder Einheit oder Gott oder wie auch immer man das nennen mag. Aber es gibt natürlich keinen Ort der Himmel und keinen Ort die Hölle. Genauso wenig wie, wie es einen Ort Nirvana gibt oder sowas.
Kondo schreibt, wenn du sagst, es ist offensichtlich, dass da niemand ist, könnte ich auch sagen, es ist offensichtlich, dass da jemand ist. Wie ist diese Offensichtlichkeit von dir zu verstehen? Naja, es ist einfach offensichtlich. Ja. Ja. Und natürlich kannst du sagen, dass es offensichtlich ist, dass es für dich offensichtlich ist, dass da jemand ist. Ja. Dann ist das, was erscheint. Dann ist das, was passiert. Ja. Es ist Einheit, die dann in Anführungszeichen als das erscheint. Aber natürlich würde auch das unpersönlich erscheinen. Die Illusion wäre dann, dass da jemand ist, der sagt, dass für ihn offensichtlich ist, dass da jemand ist. Aber da ist niemand. Es gibt keine Instanz, es gibt keine getrennte Instanz, die lebt, die handelt, die entscheidet, die macht. So könnte man das auch beschreiben. Ja. Vielleicht noch, wie ist diese Offensichtlichkeit von dir zu verstehen? Darauf könnte ich sagen, es ist nicht zu verstehen. Dieses Scheinbare, ich kann das nicht verstehen, weil es auf eine Art ist, absolut als was Persönliches. Glaubt, es ist was Persönliches. Ich habe lange vermieden, das überhaupt zu benennen. Also manche nennen das Verständnis oder Sehen oder klares Sehen oder offensichtlich finde ich auf eine Art gut, weil es auf so eine Unmittelbarkeit hinweist, meines Erachtens nach. Aber natürlich völlig missverständlich ist. Im Prinzip ist es so offensichtlich, dass also man muss nicht hinschauen dazu. Man kann es nicht sehen. Es ist kein Subjekt-Objekt-Sehen, keine Instanz, die sieht. Es ist so offensichtlich, dass es im Prinzip unbemerkt ist, unbemerkbar. Da ist keine Instanz, der das auffällt als Realität. Aber klar, nochmal, dieses scheinbare Ich, aus dieser Wahrnehmung raus von ich bin jemand als Realität, kann im Prinzip nur das gesagt werden. Hallo, da ist doch jemand. Offensichtlich ist da jemand. Alles andere wären Lippenbekenntnisse oder ein Glaubenssatz von, ach, da ist niemand, da ist niemand. Und unter Umständen der Versuch, das irgendwie zu sehen, zu verstehen, auf eine Art, ja. Aber dieses Scheinbare, ich kann sich nur als im Prinzip als Realität erleben von es gibt mich. Und zu sagen, da ist niemand oder es gibt diese Person nicht, ist aus Sicht von dieser Person absoluter Schwachsinn. Vielleicht auf eine Art intellektuell als Konzept akzeptierbar oder wiederholbar. Aber nicht als Erleben. Es ist nicht verständlich für dieses scheinbare Ich. Völlig unmöglich. Insofern finde ich es auch schon wieder tricky, von einer Offensichtlichkeit zu sprechen. Offensichtlich hat für mich auch, vielleicht um das noch ein bisschen weiter zu erklären, auch noch einen Touch von einer Selbstverständlichkeit.
Connor schreibt weiter, aber du nimmst dich doch noch wahr, oder? Ja, also da würde ich sagen, nee, eben nicht. Ne? Also da ist im Prinzip keine Selbstwahrnehmung oder keine Wahrnehmung von einem getrennten Selbst, das lebt. Oder da ist kein getrenntes Selbst, keine getrennte Instanz, die in Wahrnehmung lebt. In Wahrnehmung einer Welt, in Wahrnehmung von sich selbst. Ja. Ich meine, da ist alles, ne? Also da ist Gefühle, da ist Sehen, da ist Gedanken, Lebendigkeit, aber eben keine Instanz, die es im Prinzip wahrnimmt, keine Instanz, die es als Realität wahrnimmt und davon überzeugt ist, dass da Gedanken sind und Gefühle und ein Computer und was weiß ich, ja. Da ist niemand, da ist auch keine Instanz zum Beispiel, die ihre Aufmerksamkeit ausrichtet auf bestimmte Sachen. Sowas kann passieren, dass ein Fokus irgendwo, ein scheinbarer Fokus irgendwo rauffällt oder auf bestimmte Sachen nicht oder so, aber da ist keine Instanz, die damit spielt oder die versucht. Damit was zu machen. Mit so einer inneren Ausrichtung. Ist quasi Teil der Traumwelt, können wir sagen, auf einer. Ja, das stimmt. Eko da schreibt, dein Sohn gibt heute auch einen schönen Satz an. Ja. Kondor fragt, aber das Wort ich benutzt du doch im Alltag schon. Oder wenn du, sagen wir, mal Brötchen holen gehst. Ja, natürlich, klar. Also, es ist natürlich nicht so, dass ich das benutze, sondern das, was erscheint, erscheint eben als diese Gewöhnlichkeit. Hallo, guten Morgen. Ich gehe jetzt ins Bad und dann gehe ich arbeiten. Ich habe Kopfschmerzen oder. Oh, ich muss gleich los, oder? Natürlich. Im Prinzip ist das das Wunder, dass es genau das ist. Dass das Unbekannte das oder dass Einheit genau so erscheint. In dieser Gewöhnlichkeit. Und dass es das ist. Und dass selbst dieses Reden, ich bin jemand, dass das unpersönlich geschieht.
Es ist auch keine Instanz, die sich permanent bestätigen muss, dass alles Einheit ist. Da ist niemand, den es interessiert. Da ist niemand, im Prinzip, dieses Einheit oder Gott oder Bewusstsein oder wie auch immer, ist so missverständlich auf eine Art, weil es sich anhört wie etwas. Aber hier ist keine Ahnung oder Nichtwissen oder Unwissen. Ekodar schreibt, Einheit erscheint als nachts Aufstehen, oder? Auch als alles, ja, als alles. Kondor schreibt, alles, was geschieht, muss doch irgendwo herkommen, weil aus nichts kann nichts entstehen. 0 plus 0 bleibt 0. Ja, aber das ist nichts. Also da ist nur nichts. Ja. Also, oder nicht etwas. Da ist nur das, was ist. Und es ist nicht etwas. Also, ja, 0 plus 0 bleibt 0, aber da ist nur 0. Und es kommt nirgendwo her. Im Prinzip könnte man sagen, es ist natürlich schon tricky zu sagen, alles was geschieht, weil im Prinzip geschieht nichts. Es geschieht
Nichts, nicht etwas. Ja. Und es ist genau das: Sprechen, hören, Computer. Das heißt, nichts entsteht, nichts vergeht, kein Kommen und Gehen, nur Sein, nur das, zeitlos, außerhalb von Zeit, außerhalb von Raum, ungekannt. Kondo schreibt, was macht dich da so sicher? Das verstehe ich nicht. Ja. Es ist kein Wissen, sondern man könnte sagen, ohne diese Traumwelt, ohne dieses Leben in dieser Traumwelt, komme ich wieder dazu, ist einfach offensichtlich. Weil einfach diese ganze Traumwelt wegfällt von vorher, von morgen, von dass es einfach was anderes gibt, außer das, was erscheint. Kondo schreibt, weil du selbst sagst, es kann nicht gekannt werden, also ist da ein Es, was nicht gekannt werden kann. Ja, das ist die Illusion. Es ist nicht etwas. Dieses Es, von dem du sprichst und von dem auch hier dieses Wort benutzt wird, ist im Endeffekt nicht etwas. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht etwas. Und es kann nicht verstanden werden. Dieser Satz kann nicht verstanden werden, weil dieses scheinbare Ich nur Es kennen kann. Ja. Und selbst wenn hier gesagt wird, es ist nicht etwas, im wahrsten Sinne des Wortes nicht etwas, dann glaubt dieses scheinbare Ich an ein neues Es, das nicht etwas heißt. Ja. Vielleicht nochmal zu dem, was macht dich da so sicher? Das muss mir nicht sicher sein. Es ist kein Besitz. Ich muss mir das nicht merken oder dass ich das einmal erkannt habe, sondern es ist unmittelbar offensichtlich. Da ist eben nicht die Frage, wo kommt es her? Da ist eben nicht im Prinzip dieses das weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt eine Antwort, sondern es ist offensichtlich, dass es einfach nichts anderes gibt. Dass es eben keinen anderen Ort gibt, wo das herkommt. Dass es im Prinzip eine Projektion ist, die aus der Wahrnehmung von Trennung kommt. Wo eben ganz fest der Glaube daran ist und die Überzeugung, dass es noch etwas anderes gibt. Nämlich einen Ort, wo das alles herkommt. Die Quelle oder keine Ahnung. Ja. Es ist kein Wissen, wovon was hier geteilt wird. Mit offensichtlich ist es ungefähr so wie ich schaue auf die Uhr, ah ja, 8:55.
Keine Frage. Wovon hier gesprochen wird, könnte man sagen, geht über diese Traumwelt hinaus, geht über den Bereich, in dem dieses scheinbare Ich operieren kann, hinaus. Das heißt, dieses, wovon hier gesprochen wird, da verlässt dieses scheinbare Ich seine sicheren Pfade. Verstehen, Verständnis. Das hört hier auf. Kondor schreibt, aber Bewusstsein ist doch offensichtlich. Jetzt weiß ich nicht, was du mit Bewusstsein meinst. Also, weil hier ist in dem Sinn kein Bewusstsein offensichtlich. Also hier ist kein Bewusstsein. Je nachdem, wie man das Wort verwendet. Weil Bewusstsein, also wie gesagt, es kann auf zweierlei Arten verwendet werden. Manche sagen, alles ist Bewusstsein oder da ist nur Bewusstsein. Wenn man es so verwendet, was ich ungern mache, dann ist eben wirklich alles Bewusstsein. Also Tisch und Computer und Zimmer und Tasse und Lampe und Haare und Haut und ist dann Bewusstsein. Wenn man das so verwendet, okay. Aber ansonsten ist im Prinzip gehört Bewusstsein zu dieser Traumwelt, beziehungsweise Bewusstsein, so wie es dieses scheinbare Ich versteht in der Regel, basiert auf der Wahrnehmung von Trennung. Das Gleiche wie mit Wahrnehmung. Wahrnehmung und Bewusstsein ist da im Prinzip ziemlich ähnlich. Aha, ich bin hier und ich bin mir der Welt bewusst oder ich bin mir meiner selbst bewusst oder genau. Im Prinzip ist das auch in vielen spirituellen Bereichen so, dass geglaubt wird, dass da eine Instanz ist, die sich Einheit bewusst oder gewahr werden müsste oder könnte. Ja, das ist die Illusion. Weil sobald da eine Instanz ist, die sich auf eine Art etwas bewusst ist oder ein bisschen bisschen lax formuliert, eine Instanz, die etwas weiß, ist da Trennung und das Leben in Trennung. Scheinbar. Scheinbar. Insofern ist hier kein Bewusstsein offensichtlich. Ekodar schreibt, so ein schweres Wort. Infinitesimalrechnung, habe ich bestimmt irgendein Ini zu viel oder so, ruht auf Rechnen in Null. Und das macht Internet und moderne Technologie möglich. Oder ist das etwas anderes? Da müsste ich jetzt in Mathematik mich besser in Mathematik auskennen. Rechnen in Null hört sich tendenziell cool an, aber ich habe keine Ahnung. Ich meine, viele wissenschaftliche Sachen geben auf eine Art Hinweise oder kommen spannenderweise zu ähnlichen unverständlichen Ergebnissen. Aber keine Ahnung, mir sagt das nichts.
Natürlich ist jede Wissenschaft oder Mathematik oder was auch immer nicht etwas, das erscheint als Wissenschaft oder Leute, die rechnen oder Internet. Eko da schreibt, Mobilphones sind materielle Telepathie und so weiter. Naja, ich meine, was erscheint oder Einheit oder nicht etwas erscheint als alles. Als Telepathie, als Telepathie über Handys, als alles. Ja, als das. Als das. Kondo schreibt, ich denke, da ist eine Intelligenz am Werk. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, okay, wenn da nur Luftblasen wären. Aber wir sind hochkomplexe Geschöpfe mit Verdauung, Fortpflanzung und so weiter. Ja. Also ich sehe in dem Sinn keine Intelligenz. Ich würde es eher als Wunder bezeichnen. Nicht etwas ist ein Wunder. Auf eine Art, wenn es denn jetzt Worte, ne? Nicht etwas ist nicht etwas. Aber natürlich, es ist wow. Absolut wow. Kondo schreibt, na okay, wenn du keine siehst, heißt ja nicht, dass da keine ist. Naja, ich habe den Eindruck, so wie du das Wort verwendet hast, hört sich das eben an wie, also es kam bei mir an jetzt, wie eben dieses Leben in Realität. Da ist die Erscheinung oder das sind eben diese Körper, die Geschöpfe mit Verdauung und Fortpflanzung als Realität, als getrennte Objekte. Und irgendwo dahinter oder drunter oder um das Ganze rum ist diese Intelligenz am Werk, die irgendwie so die Fäden in der Hand hat, oder wie so Puppenspieler, die Erscheinung lebt oder irgendwie so. Und das ist natürlich eine Vorstellung von, das ist ein Bild, das aus dieser Traumwelt kommt. Von Geschöpfen als Realität, von einer Welt als Realität, von der Intelligenz, die als Realität existiert in Zeit und Raum, als etwas, dass es wirklich gibt und natürlich eben diese zwei, die Geschöpfe oder die Erscheinung, sage ich mal, oder die Welt und die Intelligenz, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ich sage das manchmal ein bisschen lax auch, also ich sehe keine.
Ja, natürlich sagt das überhaupt nichts aus. Aber natürlich, wenn, wenn diese Traumwelt, ich sag mal, im Prinzip aufhört, wenn diese Traumwelt aus Realität nicht mehr in dem Sinn stattfindet, ist es, ich sag's nochmal, ist es offensichtlich, dass es eine Illusion ist, dass es ein Traum ist. Ja. Kondo schreibt, nee, ich meine eine Intelligenz, die alles ist, was erscheint. Ja, aber nur rein von den Worten her, ich sage das vielleicht auch manchmal so, aber jetzt nur von den Worten her, da ist eben nicht eine Intelligenz. So wie es auch nicht die Einheit gibt. Sondern da ist nur das, was erscheint. Und man könnte das beschreiben als Einheit, wenn man dem irgendein Wort gibt oder als Wunder. Von mir aus könnte man das auch Intelligenz nennen. Man könnte dem jeden Namen geben. Aber dann ist offensichtlich, dass da nur Intelligenz ist. Als Synonym für Sein, für Freiheit, für Einheit, für Liebe, für was weiß ich. Und dann ist ganz klar, dass das hier reine Intelligenz ist. Dann sage ich sofort, ja, da ist nur Intelligenz. Klaro. Eigentlich ist es eher ein Wunder. Es gibt auch nicht eine Erscheinung oder die Erscheinung. Es ist nicht etwas. Es ist Unbekanntheit. Kondo schreibt, oder nur ein Bewusstsein, das sich in all seinen Formen bewusst ist. Also, auch hier wieder, rein von den Worten her. Ich meine, es ist unmöglich, das zu beschreiben. Und man kann das da auch ein bisschen lyrischer und poetischer beschreiben, wie das hier geschieht, vielleicht. Aber rein von den Worten her, und wenn das als Realität genommen wird, ist da eben auch Trennung drin und Realität. Ein Bewusstsein, das verschiedene Formen hat. Von mir aus kann man das so beschreiben, aber ich würde es einfach nicht so nennen. Da ist nicht ein Bewusstsein, das als so Kugel existiert, das Bewusstsein. Da ist einfach das, was erscheint. Das ist Sein, Computer, Kamera, Gedanken, Gefühle, Lampe, Tasse, Geräusche. Das ist Sein. Das ist so lebendig. Aber da ist sich nichts bewusst.
Hier ist keine Instanz, die sich etwas bewusst ist als Realität. Der Tisch ist sich wahrscheinlich seiner selbst nicht bewusst oder der Welt oder irgendwas. Einheit erscheint als Tisch, als Sprechen, als Andreas, als Geräusche, als alles. Aber es benötigt, man könnte auch sagen, es braucht dazu kein Bewusstsein. Das, was erscheint, braucht sich selbst nicht bewusst zu sein, um voll zu sein. Scheinbares Bewusstsein kann erscheinen, klar, kein Thema, aber nicht als Realität, nicht als Trennung. Ist nicht nötig. Eine Pflanze muss nicht gesehen werden, um eine Pflanze zu sein. Könnte auch sagen, das Sehen einer Pflanze, um bei diesem Bild zu bleiben, macht die Pflanze weder voller noch weniger. Völlig unnötig Bewusstsein. Es ist das scheinbare Ich, das in scheinbarer Trennung lebt, das im Prinzip nur in Wissen, in Bemerken, in Wahrnehmen, in Bewusstsein von leben kann. Dem ist Bewusstsein sehr wichtig. Innerhalb der Geschichte. Es möchte sich immer allem bewusst sein, um wissen zu können, um zu haben, um... Es gibt ein Gefühl von Kontrolle. Wenn ich weiß, wenn ich sehe, was passiert, dann bin ich sicher. Wenn ich verstehe, was passiert, dann bin ich sicher. Wenn ich mir Dingen bewusst bin, kann ich sie vielleicht ändern. Scheinbares Bewusstsein passiert innerhalb der Geschichte. Dinge können sich ändern oder auch nicht. Aber es hat keine Bedeutung. Es ist genauso nicht etwas wie alles andere auch. Kondo schreibt, ist diese Wahrnehmung nicht einschränkend? Ich meine, wenn man es so wahrnimmt, ist man seinem Schicksal ja ausgeliefert. Es passiert oder passiert nicht, ohne Einfluss. Ja, so ist es. Ja, genau so ist es. Im Prinzip ist es nicht einschränkend, sondern es ist befreiend, es ist Freiheit. Ja. Aber genau darauf wird hier auf eine Art hingewiesen, dass es genau so ist, scheinbar. Dass eben alles nur passiert. Dass dieses scheinbare Ich im Prinzip die ganze Zeit ausgeliefert ist. Und in der Illusion lebt, es hat Kontrolle. Und wenn es gut läuft, aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich, glaubt es, ich habe alles richtig gemacht. Und wenn es schlecht läuft, aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich, glaubt es, es hat alles falsch gemacht, muss noch mehr lernen, muss besser werden. Das ist im Prinzip der Kampf, in dem sich das scheinbare Ich die ganze Zeit befindet. Weil es eine Illusion ist, dass es lebt. Dass es entscheiden kann.
Die Freiheit ist im Prinzip, dass es keine Wahl gibt. Das ist die Freiheit. Und wie gesagt, wenn gesagt wird, da ist nur was erscheint und es erscheint als alles, das ist natürlich Freiheit. Da gibt's, es gibt eben keine Einschränkungen. Eco Dar schreibt, warum erscheint nicht etwas nochmal als nicht etwas in einer Story von einer scheinbaren Person, wo innerhalb der Story eine scheinbare Person geglaubt wird, ohne Grund. Es ist einfach das, was erscheint. Aber natürlich auch kein Problem, denn auch scheinbar jemand zu sein, ist nicht etwas. Kondor schreibt, seinem Schicksal ausgeliefert, finde ich jetzt aus meiner Sicht nicht als Freiheit, wenn denn so ist. Ja, aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich kann das als die Hölle wahrgenommen werden. Absolut, natürlich. Ja. Aber es ist diese Absolutheit, diese Unausweichlichkeit, in der die nach Freiheit schmeckt. Das ist absolut, keine Wahl zu haben, ist absolute Freiheit. Aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich natürlich nicht. Das ist, für das scheinbare Ich ist das die Hölle. Ja. Aber natürlich, vielleicht noch ein Wort zu, es gibt nicht das Schicksal in dem Sinn in Zeit, sondern da ist einfach nur das, was erscheint. Dieses scheinbare Ich sucht aus dem, was erscheint, immer einen Ausweg. Es erlebt nie Vollkommenheit und sucht immer Einheit. Na, in einem richtigen Leben, wie mache ich es richtig? In Glaubenskonzepten, aha, wenn ich jeden Morgen 5 Minuten meditiere oder wenn ich weniger Zucker esse oder wenn ich an meinen Gefühlen arbeite oder irgendwas auch immer gerade die Story ist oder wenn ich versuche, niemand zu werden oder wenn ich viel Geld habe oder was auch immer. Es lebt immer in so einer Geschichte, es lebt immer in dieser, in diesem Dunst, in dieser Traumwelt. Übersieht, dass Fülle da ist und sucht Fülle woanders. Ja. Das würde ich als einschränkend bezeichnen, wenn wir jetzt bei diesen Worten bleiben. Zu bemerken, in Anführungszeichen bemerken, sorry, es wird tricky, zu bemerken, dass da nur das ist, was erscheint und dass man dem, was ist, nie entkommen kann, ist Freiheit. Kondor schreibt, du sagst, es ist nicht etwas, aber ist Energie nicht auch etwas, wenn alles Energie ist? In dem Fall würde ich sagen, ich sage auch manchmal Energie, aber in dem Fall auch einfach als Synonym für nicht etwas. Wie gesagt, es ist tricky, weil dieses scheinbare Ich natürlich alles zu einem Objekt macht. Deshalb würde ich nicht sagen, ich verwende auch manchmal das Wort Energie, aber ich würde eben auch da sagen, als Beschreibung für nicht etwas. Und eben nicht, es ist Energie als Realität. Ja, ganz, ganz sicher, da ist Energie. Oder da ist Gott oder Bewusstsein. Oder es sind Beschreibungen oder Bezeichnungen für nicht etwas. Energie hat einen Geschmack. Dieses Wort Energie hat einen Geschmack von nicht etwas. Genauso wie Liebe und Freiheit und Bewusstsein und Einheit. Alles so.
einen gewissen Geschmack transportieren. Aber ja, du hast völlig recht. Es ist nicht Energie im Sinne von etwas. Absolut, absolut. Solarita schreibt: Heute Nacht wachte ich auf und war vollkommen erstaunt, dass es Existenz gibt. Ich wusste nicht mehr, was ich bin. Es gab nur das Bemerken, dass es Dasein gibt. Was auch immer Dasein ist. Nach 2 Minuten kam das Ich langsam wieder. Ja. Das ist Einheit, die als das erscheint. Keine Trennung. Solarita schreibt: Warum kam das Ich wieder und warum gibt es das Ich bei dir nicht mehr? Es ist tricky, das so zu sagen, weil auch bei dem, was du beschreibst, sehe ich niemand. Also auch da ist kein Ich, auch das geschieht unpersönlich. Und um ganz genau zu sein, würde ich auch nicht sagen, dass bei mir das Ich weg ist, sondern es hat nie ein Ich gegeben. Dieses Sehen, ich sage jetzt auch mal vorsichtig, erkennen, könnte man als das Ende des Ich bezeichnen. Aber genauer finde ich zu sagen, dass es nie ein Ich gegeben hat. Warum das bei dir in Anführungszeichen scheinbar wiederkam,
und hier nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Es ist es, was erscheint. Beides ist Einheit. Scheinbare Trennung ist Einheit. Aber da ist niemand. All das geschieht unpersönlich. Und wenn du sagst, dein Ich oder das Ich kam wieder, ist bei mir hier scheinbar. Denn es gibt kein Ich, weder bei Sularita noch bei Andreas. Da ist nur das, was erscheint. Und es erscheint ebenso, wie es erscheint. Scheinbar ich, scheinbar kein Ich. Keine Ahnung. Da ist nur das, was erscheint. Und es kann als alles erscheinen. Kondo schreibt, wenn weniger Kontinuität im Leben wäre, könnte ich dem Ganzen mehr zustimmen, dass alles nur erscheint. Aber ich lege mich abends hin und wache als gleicher morgens wieder auf. Ja, scheinbar. Scheinbar. Es gehört mit zu dieser Traumwelt, sein Leben als einen Ablauf in Zeit zu erfahren. Oder überhaupt ein Leben als Ablauf in Zeit zu erfahren. Ja. Wobei ich jetzt vielleicht als kleine Anekdote diese Betrachtungsweise schon sehr oberflächlich finde. Ohne das zu werten. War nicht böse gemeint. Ja, es sieht so aus. Ist das, was erscheint, aber es ist nicht so. Es ist auf eine Art immer frisch, immer neu. Auch wenn dieser Körper vielleicht ähnlich aussieht. Aber es stimmt auch nicht, dass er immer gleich ist. Und vielleicht nochmal, dieses scheinbare Ich würde dem nicht zustimmen können. Also wie gesagt, das kann es vielleicht auf eine Art als Konzept vielleicht versuchen zu akzeptieren, aber wird es nicht. Einheit ist nicht erfahrbar. Kondor schreibt noch, Ablauf in Zeit hat aber dann auch eine bestimmte Ordnung. Naja, es gibt eben keinen Ablauf in Zeit. Im Prinzip ist das, gehört es zur Traumwelt. Natürlich aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich ist das sehr ordentlich, ne? Dieser scheinbare Ablauf in Zeit. Es glaubt einfach, dass ein Moment schön nacheinander kommt so. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, so erlebt dieses scheinbare Ich Zeit und so glaubt es, dass Leben funktioniert. Das ist eine Aneinanderreihung vieler Momente. Ja. Und aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich ist das alles schön ordentlich. Natürlich. Aber es gibt eben keine Zeit und deshalb auch keinen Ablauf in Zeit und deshalb auch nicht viele aneinandergereihte Momente. Sondern da ist einfach nur das, was erscheint, das. Also außerhalb von Zeit, außerhalb von Raum, völlig jenseits dieser Traumwelt von mich gibt's und gestern und morgen. Und aber es ist ein Erleben, dieses scheinbare Ich erlebt Zeit als Realität. Es ist nicht nur im Kopf als eine Idee, sondern es lebt einfach in dieser Traumwelt.
Eco da schreibt, Andreas, über Nicht-Dualität gesprochen, sind Geben und Nehmen absolut gleich? Also, wenn wir jetzt bei Nicht-Dualität bleiben, dann gibt es natürlich kein Geben und kein Nehmen, weil Geben und Nehmen nur zwischen zwei getrennten Dingen stattfinden kann und die gibt es ja eben nicht. Aber wenn wir sagen, also wenn wir jetzt die Erscheinung oder das, was erscheint im Prinzip anschauen, dann ist Geben eben Nehmen und, nein, Entschuldigung, Geben ist Geben und Nehmen ist Nehmen. So wie Schmerz, Schmerz ist und Freude, Freude. Von dem, was Freude ist oder Schmerz oder Geben und Nehmen, ist natürlich absolut gleich, denn es ist nicht etwas. Es ist Gott, der erscheint als Geben und Gott, der erscheint als Nehmen. Aber wenn ich jemandem 10 Euro gebe, dann hat er sie und ich nicht mehr. Also, insofern. Nein. Ja, hier wird einem die Weisheit um die Ohren geschlagen. Sularita schreibt, ich komme mir jeden Tag anders vor. Aber es macht Angstgefühle, die Kontrolle zu verlieren. Was sagst du zu Angst? Sie ist so mächtig. Das Gefühl produziert so viel Ich. Naja, ich denke, Angst ist natürlich das, was erscheint. Und ich würde nicht sagen, dass das Gefühl so viel Ich produziert. Ich würde es eher umdrehen. Es ist das scheinbare Ich, das natürlich energetisch wahnsinnig in Gefühle rein investieren kann, weil es Gefühle oder das, was erscheint, als Realität erlebt und als auf sich bezogen. Das heißt, da ist Angst, dann nimmt unter Umständen das scheinbare Ich diese, nicht unter Umständen, dieses scheinbare Ich nimmt diese Angst persönlich, meine Angst. Und da dieses scheinbare Ich in Realität lebt, ist das, wovor es Angst hat, scheinbar auch real. Das heißt, es geht damit sofort in eine, also so, wenn es extrem läuft, in ein Drama. Ja. Der Glaube, die Wahrnehmung, die Kontrolle zu verlieren, ist für dieses scheinbare Ich eine höchst beängstigende Sache. Absolut. Es ist lebensbedrohlich, weil dieses scheinbare Ich im Prinzip nur darin lebt oder in dem Glauben lebt, die Kontrolle zu haben. Und es glaubt, ohne seine Kontrolle würde das Leben bergab gehen. Ich gehe ja morgens dauernd arbeiten, weil ich das mache, weil ich mir morgens den Wecker stelle, deshalb gehe ich arbeiten, deshalb habe ich Geld, deshalb kann ich was essen. Und wenn dieses scheinbare Ich merkt, in Anführungszeichen, dass es das einfach nur passiert und dass alles passieren kann, das macht diesem oder kann diesem scheinbar nicht wahnsinnig Angst machen. Natürlich. Klaro. Existenzangst, weil dann offensichtlich wird, weil sogar auf eine Art diesem scheinbaren Ich dämmert, dass es keine Kontrolle, dass alles passieren kann. Ja. Aber dieses scheinbare Ich hatte noch nie die Kontrolle. Es war schon immer, in Anführungszeichen, immer eine Illusion. Es war schon immer Teil der Traumwelt. Da war immer nur das, was passiert. Okay, Kondo schreibt, ich meine, irgendwie kannst du dann auch keine moralischen Werte mehr haben,
Weil wenn du dich dann mal daneben benimmst, kannst sagen, das ist halt das, was erscheint. Ja, genau so ist es, weil ich kann mir alles erlauben. Ja, also es gibt keine Moral, es gibt keine moralischen Werte, natürlich. Moralische Werte gehören zur Traumwelt. Aber da ist niemand, der die Wahl hat, wie er sich verhält. Das ist keine Wahl. Ja. Aber man merkt natürlich, ob sich dieses scheinbare Ich das als Rechtfertigung für mieses Verhalten nimmt oder ob es einfach passiert. Und ja, dieser Andreas, auch bei diesem Andreas ist einfach alles. Also, er grüßt zum Teil sehr höflich, manchmal ist er ein Arschloch. Alles. Also, würde ich vermuten. Keine Ahnung im Prinzip, aber. Ja. Aber da ist dann auch niemand, der das rechtfertigen muss, sondern da ist einfach das, was erscheint. Aber da ist niemand, der sich das dann in dem Sinn rechtfertigen muss und sich dann noch sagt, naja, das ist eben, was erscheint und deshalb. Da ist nur das, was erscheint, ja. Und es kann als alles erscheinen. Auch bei Andreas, er ist jetzt kein ausgesprochen guter Mensch oder so. Aber spannenderweise. Braucht es keine moralischen Werte, damit es trotzdem genau so erscheinen kann, dass hier scheinbar zivilisieren miteinander reden stattfindet. Ja. Es ist das, was erscheint. Okay, Eco da schreibt, wenn man eine Idee weggibt, wird es immer mehr, da mehr Menschen es annehmen. Aber das stimmt dann nicht im materiellen Ekodat. Entschuldigung, ich verstehe nicht, was du meinst. Entschuldigung. Solarita schreibt, danke, hat mir geholfen. Vielleicht nochmal zu den moralischen Werten. Es ist natürlich dieses scheinbare Ich, das in einer Welt, in seiner Traumwelt lebt, das glaubt, es gibt eine Welt und darauf sind Menschen und es glaubt eben auch ganz stark an Gut und Schlecht. Also dass Dinge gut sind und Dinge schlecht sind. Ja. Diese Wahrnehmung von Gut und Schlecht als Realität verschwindet mit diesem scheinbaren Ich. Es gehört zur Traumwelt. Aber auch das kann dieses scheinbare Ich nicht verstehen. Gott erscheint als Streit. Ja, es ist so. Für dieses scheinbare Ich, für dieses scheinbare Ich ist es Realität und schlecht. Aber es ist Gott, der erscheint als Streit. Und es ist absolut, es fühlt sich an wie Streit, aber es ist absolut lebendig. Kondor schreibt noch, Paramahansa Yogananda, sag dir mal, dass man irgendwann erkennt, dass alles nur ein Traum Gottes ist. So könnte man sagen, ja, alles ist nur ein Traum Gottes, aber das wird erst offensichtlich, wenn es diese Instanz, ich, die das erkennen will, nicht mehr gibt. Das heißt, so wie
Herr Yogananda das gesagt hat, ist es im Prinzip eine persönliche Botschaft und es wird so nicht eintreten, weil es eben genau kein Mann gibt, das erkennen kann. Das ist die Illusion. Bisschen lax gesagt, würde ich es auch so sagen. Wenn man irgendwann erkennt man, dass es halt alles ein Traum ist. Ja. Es ist im Prinzip die Illusion. Es ist das, worauf alle spirituellen Sucher hinarbeiten, dass ich erkenne, dass alles nur ein Traum ist. Ja. Aber es ist vor allem dieses Ich ein Traum. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Bild, ein Traum Gottes. Im Prinzip ist da auch Trennung drin, ne? Also Gott und der Traum. Wovon hier gesprochen wird, ist, dass es weder einen Gott gibt noch einen Traum, sondern nur das, was erscheint und es ist eins. Gott und der Traum ist eins. Das Relative und das Absolute ist eins. Vorm Computer sitzen und sprechen ist Gott. Da ist nicht Gott dahinter oder drunter oder drin oder außenrum, das ist Gott. Oder Einheit oder genauer nicht etwas. Das ist Sein, genau das. Gesundheit. Könnte auch sagen. Sitzen, sprechen, atmen, fühlen, denken, von einem Bildschirm, auf den Bildschirm schauen, in die Kamera schauen, ist der Traum Gottes. Es ist real und irreal. Es ist Traum gleich als Qualität. Es ist was, es hat was Märchenhaftes. Kondor schreibt, aussteigen unmöglich. Ja, absolut. Absolut. Es gibt keinen Ausweg. Man kann dem nicht entkommen.
Das ist die Freiheit. Die Unausweichlichkeit ist die Freiheit. Wer kann dem, was ist, entkommen? Das ist unmöglich. Weil auch der Versuch zu entkommen, das ist, was ist. Unmöglich. No way out. Diese Ausweglosigkeit ist das Ende des scheinbaren Ich. Scheinbar. Was übrig bleibt, ist, was erscheint. Das Sitzen sprechen. Und es ist voll und rund, ungetrennt. Ekodar schreibt, gibt es eine Innenwelt? Nö. Nee. Also für dieses scheinbare Ich gibt es innen und außen. Also es glaubt hier im Körper oder ist auf eine Art drinnen und außerhalb, also zumindest meistens, muss nicht immer so sein. Und außerhalb des Körpers ist draußen. Ja, also können wir auch sagen, scheinbar gibt es eine Innenwelt. Scheinbar. Aber auch hier, ich meine, da ist nur das, was erscheint. Und es gibt keine Welt, weder innen noch außen. Kondor schreibt, ist das, was erscheint, immer oder kann man sowas nicht wissen? Im Prinzip ist da Unwissen, aber es ist offensichtlich, dass es nicht immer ist, sondern außerhalb von Zeit. Und das, was erscheint, ist natürlich nicht etwas. Und da ist nur nicht etwas. Und viele sagen dann, da ist immer nur nicht etwas, im Prinzip außerhalb von Zeit.
ist auch, ich würde es auch noch mal, dieses Nichtwissen, ich sage das manchmal so, ne? Oh, das hier ist Nichtwissen oder ich habe keine Ahnung. Ne? Das, im Prinzip ist das ein Unwissen, ein Nichtkennen von. Und nicht ein Unwissen im Sinn von, ich habe keine Ahnung, aber jemand weiß es bestimmt oder die Lösung gibt es, nur ich weiß sie nicht, sondern es ist wirklich ein Unwissen. Nicht kennen von, so ist dieses Nichtwissen im Prinzip gemeint. Nicht kennen von Zeit. Oder eben, um es nochmal andersrum zu sagen, diese Offensichtlichkeit, dass da einfach keine Zeit ist. Godard schreibt, ist nicht etwas durchgängig nach einer anderen Seite? Also es gibt keine Seiten. Godard, sorry, ich weiß nicht genau, was du meinst. Aber das ist nicht etwas. Leben ist nicht etwas. Hier, Körper, sprechen, sitzen, fühlen, denken, Zimmer, Tisch. Solarita schreibt, jetzt gerade sehe ich den Mond nicht. Er erscheint mir nicht, so wie all die Sterne. Gibt es die trotzdem oder nur, wenn sie erscheinen, wenn ich sie sehe? Da ist nur das, was erscheint.
könnte auch sagen, es gibt die Sterne nie. Oder den Mond. Da ist kein Mond. Das sind keine Sterne. Es ist nicht etwas. Und es ist nicht zu verstehen. Kondo sagt, ich finde es zu einfach, dass man sagt, dass alles nur erscheint. Dann ist ja auch keine Schuld- oder Verantwortungsbewusstsein mehr da. Ja, natürlich, klaro. Also es gibt keine Schuld und kein Verantwortungsbewusstsein. Klar, natürlich. Ich meine, es ist so einfach. Aber wenn jetzt dieses scheinbare Ich das sagt als Wahrheit, ist einfach nur platt. Da ist keine Wahrnehmung, kein Erleben von Schuld oder Verantwortung als Realität, als etwas, das es wirklich gibt. Kondo schreibt, alle Religionen über Bord geworfen. Oder kannst du dem noch was abgewinnen? Nö. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich meine, Religionen, viele religiöse Schriften oder vom Beginn der jeweiligen Religion, sprechen, scheinen natürlich was ganz Ähnliches, zu beschreiben, wie das hier geschieht. Aber Religion selber, nee. Hat hiermit nichts zu tun. Da ist auch natürlich nichts. Nee, kann ich nichts abgewinnen. Können gut herhalten zum Witze drüber machen. Das geht mit der Religion ganz gut mitunter. Ich meine, die ganzen Religionen, im Prinzip alle, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, basieren auf der Wahrnehmung von Trennung als Realität. In jeder Religion gibt es ein Ich. Oder die ganzen Religionen gehen von einem Ich aus, das auf einem Weg ist zum Himmel oder in die Hölle oder zur Erleuchtung oder ins Nirvana oder
wie auch immer, ins Paradies. Es ist Trennung. Ich und der Gott ist woanders und ich muss ihn anbeten oder ich bin gut, ich bin schlecht, wie auch immer. Es ist süß, aber es spielt innerhalb der Illusion von ich bin jemand. Wie Spiritualität übrigens auch. Zu großen Teilen. Zum größten Teil. Spiritualität, Esoterik. Eco da schreibt, es ist doch nicht verantwortlich, träumend herumzulaufen, oder? Nee, also auch das ist natürlich was passiert. Auch das ist Einheit, auch dafür ist niemand verantwortlich. Natürlich, auch das geschieht unpersönlich. Auch das ist weder gut noch schlecht. Sich als jemand wahrnehmen und in dieser Traumwelt zu leben, ist das, was erscheint, ist Einheit. Hat keine Bedeutung. Ist weder gut noch schlecht. Ist Einheit, die als das erscheint. Das ist gemeint mit, da ist niemand. Es gibt keine Trennung. Völlig egal, ob da scheinbar jemand ist oder nicht. Beim scheinbar nicht oder bei scheinbar jemand liegt die Betonung auf scheinbar. Und scheinbar ich ist eben nicht ich, sondern nur scheinbar ein Ich, was so viel heißt wie, da ist kein Ich. Es gibt einfach keine Trennung. Sondern nur das, was erscheint. Leben, Fülle, 100%. Kondor schreibt, und wer macht das Licht aus?
Kondo schreibt, und die, die über positives Denken schreiben, gehen von der Annahme aus, dass da jemand ist, der eine Wahl hat? Ja, so würde ich das sagen. Ja. Auch da ist im Prinzip das ganze Spiel von Trennung, von Suchen und Finden drin, von Üben, von auf dem Weg sein. Die Wahrnehmung, dass da jemand ist, der üben sollte, positive Gedanken zu haben, damit er ein besseres Leben hat. Resultieren aus der Wahrnehmung, dass das, was erscheint, nicht genug ist, dass es nicht Gott ist, dass es nicht alles ist. Dann wird eine Technik, eine Methode empfohlen, die dabei unterstützen soll, Gott zu finden. In diesem Fall in einem positiven Denken. Dass positiv gedacht wird, dass das Leben positiv wird. Positiv im Sinn von dem, was dieses scheinbare Ich als positiv bezeichnet. Ja. Kann auf eine Art innerhalb der Geschichte funktionieren, kann zumindest einen Moment lang oder für eine Weile zu mehr, scheinbar mehr Freude oder mehr positiven Gedanken führen, führt aber eben nicht außerhalb dieser Wahrnehmung von Ich bin und diese Wahrnehmung auf einem Weg zu sein, diese Wahrnehmung von Unvollkommenheit und dem Glauben, etwas tun zu müssen, um in Zukunft Vollkommenheit zu erreichen. Ja. Es bleibt innerhalb der Geschichte. Im Prinzip hält sie am Laufen. Suchen hält Suche am Laufen. Suchen führt nicht zu finden, sondern also in Anführungszeichen, Suchen führt nicht zu finden, sondern zu noch mehr Suche. Sisyphos 33 schreibt, es ist zwar egal, was man macht, aber vielleicht können Treffen oder Plätze wie Arunachala energetisch etwas erscheinen lassen. Also mal hinfahren. Also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Keine Ahnung. Was soll dort sein, was hier nicht ist? Hier ist keine Empfehlung für irgendwas. Weder zu den Talks zu kommen, noch sonstige heilige, scheinbar heilige Sachen zu machen. Denn es geht nirgendwo hin. Und es geht um nichts. Da ist nur das, was erscheint. Punkt. Es geht nirgendwo hin. Das kann nicht anders sein. Es ist so, wie es ist. Vollkommen und absolut und rund. Kann nur so sein, weil es nichts anderes gibt. Ich las, Eko da schreibt, ich las irgendwo, gebe alles weg, was du wirklich behauptest. Helden möchtest. Was denkst du davon? Keine Ahnung, also im ersten Moment hört sich's irgendwie doof an. Wieso soll ich gerade das weggeben, was ich behalten möchte? Das ist eine ziemlich verrückte Idee.
Ich würde das weggeben, was ich weggeben will, und das behalten, was ich behalten will. Ich finde, das hört sich irgendwie besser an. Kondo schreibt, hast du eine Vorstellung, ob es weitergeht, wenn du mal stirbst, dass dann noch was erscheint? Ich meine, man könnte etwas vereinfacht sagen, ich bin schon gestorben und alles, was existiert, ist nicht etwas. Oder da ist nur nicht etwas. Und wenn man da jetzt eine Story dranhängt und sagt, wie wir es vorher davon hatten, da ist immer nur nicht etwas, dann wird auch nach dem Tod diesen Körpers vor allem nicht etwas sein. Ja. Aber wie wir es vorher davon hatten, die Rose braucht nicht gesehen zu werden, um eine Rose zu sein. Es braucht diesen Körper nicht und diese Augen und dieses Sehen, damit das sein kann. Kondo schreibt, warum beschreiben manche diesen Zustand als euphorisch oder Samadhi und bei dir hört sich das so alltäglich an? Gibt es da Unterschiede? Eines Spannendes. Im Prinzip ist das das Wunder. Ich denke, also jeder kennt, oder jeder, viele kennen, gerade in der Spiritualität oder der spirituellen Szene, Zustände von Euphorie, von Samadhi oder erleben, ein Erwachen, sage ich mal. Das dann vom Alltagserleben oder im Vergleich zu dieser Traumwelt des scheinbaren Ichs sich wahnsinnig gut anfühlt, wie enorme Freiheit. Und ja, bei mir hört sich das, also ich kann nur vermuten in dem Sinn, das Wunder, hier ist ihr alltäglich, jein, jein. Die Überraschung ist, dass hier, dass das Wunder in der Alltäglichkeit liegt. Das ist die Überraschung und gleichzeitig das Wunder. Dass es eben kein Zustand von einem bestimmten Gefühl oder von Ekstase, so wie sich dieses scheinbare Ich das vorstellt, dass es so nicht ist. Ja, es ist das Ende von dieser Traumwelt, von diesem Gefängnis und es ist Freiheit. Es ist wirklich Freiheit, absolute Freiheit, aber es ist kein Zustand. Und nochmal, die Überraschung ist, dass es, dass diese Gewöhnlichkeit, das, was dieses scheinbare Ich als unvollkommen erlebt. Normalität.
Alltag. Ich könnte das, ich weiß nicht, was Alltag, es gibt keinen Alltag, aber das, was dieses scheinbare Ich als Alltag bezeichnet, dass das das Außergewöhnliche ist, das Wunder, dass das Fülle ist, dass das, was erscheint, Fülle ist. Und eben nicht nur die wenigen Momente nach intensiver Meditation oder nach 3 Stunden durchatmen oder was weiß ich, was man alles machen kann, um sich ekstatisch zu fühlen. Zumindest so, wie dieses scheinbare, was dieses scheinbare Ich unter Ekstase vorstellen, sich vorstellen. Kondo schreibt: Ich finde, Freiheit bedeutet, eine Wahl zu haben. Ja. Ich würde sagen, Freiheit ist keine Wahl zu haben. Aber ist okay, das sind nur Beschreibungen. Eco Dao schreibt, aber wenn ich glaube, dass nicht etwas etwas ist, dann ist das Ich wieder da, oder? So könnte man es vereinfacht sagen, auf eine Art. Ja. Nicht etwas ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht etwas. Kondo schreibt, dann hatte Robert Enke auch keine Wahl, sich vor den Zug zu werfen. Amen. Ja, ich meine, natürlich ist da kein Robert Enke und kein Zug und kein vor den Zug werfen. Es ist nicht etwas, das erscheint als das. Oder um in der Geschichte zu bleiben. Das ist Einheit, die erschienen ist als das. Amen. Okay. In diesem Sinn. Schön, dass ihr dabei wart. Es gibt keine Hausaufgaben, nichts zu tun. Es geht nirgendwo hin. Da ist nur das, was erscheint. Und das ist es. Ich wünsche einen schönen Abend.
Tschüss. Richtig aus. Tschüss.